Right, guys. Okay. Okay. Thank you. Let it go. Zweitens, die wichtigen Arbeiten des Klimaschutzberichtes, der wissenschaftlichen Erkenntnisse also, sind hier nicht nur gewürdigt worden, sondern auch anerkannt worden als Grundlage. Und wir sind uns einig, dass es langfristige Reduktionsziele geben muss. Und wir sind uns auch einig, dass die Festlegungen, die die Europäische Union, Kanada und Japan bereits getroffen haben, nämlich dass bis zur Mitte des Jahrhunderts 50% der CO2-Emissionen eingespart werden müssen, dass dies ernsthaft betrachtet werden muss und dass niemand hier mehr diesen Betrachtungen die Grundlage abspricht. Angelegt, das sind jetzt mal 2 Jahre und dann lernen wir daraus, auf Dauerhaftigkeit. Es ist aber heute in dem Treffen mit den afrikanischen Vertretern auch deutlich geworden, dass das alleine nicht reicht, sondern dass man erwartet, dass wir auch unsere Beiträge leisten, was die Verbesserung der Institutionen anbelangt, dass man sich auch eine stärkere institutionelle Zusammenarbeit wünscht. Das ist auch mit den Japanern verabredet worden, wo man überprüft, wie weit sind die jeweiligen Versprechungen umgesetzt. Und es ist von der afrikanischen Seite auch wieder sehr deutlich gesagt worden, dass auch sie wissen, dass im Rahmen der Millenniumsziele Afrika Verantwortung hat. Es ist also ja keine Einbahnstraße, sondern es ist ein intensiver Prozess. Und es hat einer der Vertreter auch sehr schön gesagt, Afrika ist nicht nur ein Kontinent, der so viele Krankheiten hat, leider ist das auch so, sondern Afrika ist ein Kontinent, der eine Zukunft haben will, der sich entwickeln will, der Bildung braucht, der junge Leute hat, die motiviert sind. Und dass das eigentlich die Dinge sind, die die afrikanischen Politiker umtreiben. Also unser Blick auf Afrika muss breiter werden. Und das ist ja auch durch viele Aktionen im Umfeld hier sichtbar geworden. Этот пресс. А можно поставить их на юге. Я говорю сейчас гипотетически, но это нужно вести переговоры с определенными странами. Но это могут быть союзники Соединенных Штатов по НАТО. Скажем, Турция или тот же Ирак. За что воевали, спрашивается. Хоть какая-то польза от этого будет. Значит, можно разместить противоракеты и на мобильных платформах, на военных судах. Какие это дает преимущества? Во-первых, это не дестабилизирует ситуацию в Европе. Во-вторых, покрывает весь район, опасный с точки зрения наших американских партнеров. В-третьих, это дает возможность закрыть не часть европейской территории, а всю Европу покрыть этим щитом. Об этой встрече, о ее результатах и вообще, на ваш взгляд, насколько опытным политиком является новый президент Франции? Спасибо. Спокойно, 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 спокойно. Будет махове, без хиншпета. Стоим, стоим. Отлично, молодец. Дай мне, что ты бросаешь-то. Ein junger Mann. Geben Sie mir bitte das, was Sie geworfen haben.
Gut. Sie haben gemacht, was Sie gemacht wollten. Jetzt lassen Sie uns in Ruhe. Geben Sie mir Zeit, das zu beantworten. Gut? Einverstanden? Ist das demokratisch? Setzen Sie bitte. Коллег, присядьте, пожалуйста. Наташа, еще раз.